Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 2 Updates und 8 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sven, Franz, Dennis, Kasashi und Mustang GT für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Michael. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update heute von AMG Modding für seinen New Holland 40 Series Zebra. Downloadgröße 13,35 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, gefixt, Desk-Version erhöht, gefixt, Konfigurationsnamen aktualisiert, gefixt, Vorderradfelgen korrigiert, hinzugefügt, viele neue Radkonfigurationen einschließlich BKT-Reifen. Das zweite und letzte Update für heute kommt für die Mod Paletten Autoloader Spezialisierung von Akimobil, Downloadgröße 47 KB, jetzt in der Version von 1.8.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, SV-Übersetzung hinzugefügt, ich weiß nicht, ob das Slowenisch bedeuten soll, Baumwollballen vereinfacht in der Erkennung, Korrektur für Quaderballen bei kleinen Ladeflächen, Event-Listener bei Nicht-AL-Konfiguration deregistriert zur Verbesserung der Performance, Verschieben der Abladefläche im F1-Menü nur anzeigen, wenn Markierungen sichtbar sind. Damit kommen wir zu den neuen Mods, und zwar 2 davon sind Script-Mods. Zum einen kein Teleportieren von Tinte, Downloadgröße 10 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Die Mod-Beschreibung sagt, es ist das Jahr 3022. Es gibt Geschichten über alte Völker und ihre rudimentären Transportmethoden. Es wird erzählt, dass diese Menschen mit dem Auto zum Ziel fuhren. Manchmal gingen sie auch zu Fuß. Wie altmodisch ist das denn? Willkommen zurück im Jahr 2022. Teleportieren ist noch Zukunftsmusik. Funktionen: keine Besuchen-Schaltflächen auf der Karte, keine Besuchen-Schaltflächen im Produktionsmenü, kein Fahrzeugwechsel mit Tab. Und in der Tat habe ich hier kein Besuchen-Menüpunkt. Wenn ich hier egal was auswähle, diese Option trifft nicht ein. Die nächste neue Mod heißt Tree Growth Manager, kommt von Beaver Boys Modding, Downloadgröße 21 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Wahrscheinlich soll dieses heißen Beaver Bois Modding, also für Holz. Hier habe ich leider keine deutsche Übersetzung gefunden bezüglich der Mod-Beschreibung, aber wenn wir uns das angucken im Menü, können wir feststellen, dass wir ganz unten im normalen Spieleinstellungsmenü verschiedene Möglichkeiten bekommen haben bezüglich der Wachstumsgeschwindigkeit der einzelnen Baumsorten. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel bei der amerikanischen Ulme, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Momentan und aktuell sind 208 Stunden zum Wachstum und dies kann jetzt hier entsprechend erhöht oder auch verringert werden. Wir kommen zu der Lizard 60 Line von Vanquish 081, Downloadgröße 3,04 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Kipperauflieger mit einem Ladevolumen von 60 Kubikmeter, wiegt 8 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 28,5 Tonnen und kostet knappe 70.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Freidestein, BKT, Nokian Tyres, Lizard, Continental und Trelleborg. Dann gibt es die Möglichkeit, den Kotflügel hier zu entfernen. Dann gibt es die Fahrgestellfarbe, die kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die Hauptfarbe natürlich auch. Die Kotflügelfarbe hat dieselbe Farbpalette und natürlich die Felgenfarbe. Das spricht für sich, ist mit die Felge und kann auch ebenfalls aus der Standardpalette gewählt werden. Das Ponce Forwarder Pack von HR Forst und Fahrzeugbau ist die nächste neue Mod, Downloadgröße 38,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir zum einen den Bison Active Frame, das ist die 4-Achs-Version, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 285 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 215 Liter, 85 Litern DEF, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 22,8 Tonnen und kostet 225.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olofors, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es die Scheibentönung in Schwarz, Gelb oder Neutral. Dann gibt es der Haubenschutz, einmal hier im Design 1, 2 und kein. Dann gibt es den Unterfahrschutz, der kommt hier unten hin natürlich. Dann gibt es einen Schutz für den Auspuff, der ist hier drüben.
Dann gibt es den Scheibenschutz. Man kann ein Polterschild hinzubauen, natürlich hier hinten, das ist klar. Dann beim Design kann hinzugefügt werden hier diese Seitenbleche. Und die Motorenausführung gibt es den Bison AF mit der Leistung von 285 PS und die Stage 1 mit 425 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der typischen Farbpalette von HR Forst und Fahrzeugbau. Die Zangenfarbe natürlich ebenso. Und die Oloforce Farbe ist natürlich für die Ketten, wenn man Oloforce ausgewählt hat als Reifentyp. So, das ist das hier. Und die Felgenfarbe, das ist klar, kann aus derselben großen Farbpalette ausgewählt werden. Dann gibt es noch den Elephant King Active Frame. Das ist auch eine 4-Achs-Version. Die kommt mit denselben Leistungsmerkmalen und dem Preisschild von 245.000 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind fast identisch wie beim vorhergehenden Modell, also beim Bison. Der einzige Unterschied ist die Motorenausführung und zwar von 285 PS hin zu 425 PS. Die Farboptionen und so weiter bleibt alles identisch. Ebenfalls von HR Forst und Fahrzeugbau kommt die nächste neue Mod und zwar heißt diese Komatsu 931 Harvester Pack. Kommt mit der Downloadgröße von 32,69 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier den Komatsu 931 in der 3-Achs-Version mit der Leistung von 251 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 405 Litern, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 17,6 Tonnen wiegt dieser und kostet 415.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Oloforce, Nokian und Trelleborg. Scheibentönung gibt es auch hier Gold oder Schwarz und keine. Haubenschutz gibt es auch hier. Und dann gibt es die Farbpaletten. Die Hauptfarbe ist dieselbe Farbpalette, die wir eben gesehen haben beim Ponce Forwarder. Und dann die Prozessorfarbe, die haben wir auch von derselben Farbpalette. Auch hier haben wir die Bänder und die Kettenfarben. Die ist natürlich nur sichtbar, wenn wir auch wieder Oloforce ausgewählt haben. Die Sitzfarbe können wir wählen aus dieser Farbpalette hier. Kann jetzt natürlich hier auch schön gesehen werden. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. Davon gibt es noch den 931er XC. Und zwar ist dies die 4-Achs-Version mit 251 PS, eine Tankfüllmenge von 408 Litern und alles andere bleibt eigentlich identisch bis auf den Preis, der ist bei 435.000 Euro. Alles andere, wie gesagt, habe ich schon gesehen, deswegen gehen wir gleich weiter zu der nächsten neuen Mod. Wir kommen zu den John Deere Ballenpressen. Diese kommen von ARM Team, Downloadgröße 7,07 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen hier zwei Pressen, einmal die 690er. Die wiegt 8,6 Tonnen, braucht 115 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und macht Quaderballen mit den Größen von 180 bis 240 cm. Der Preis 12.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin BKT Friedestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich einmal ganz kurz durch. Da gibt es die Tandem oder die Einachs-Version. Und dann gibt es, wie gesagt, noch die 100er Serie. Das ist im Prinzip dieselbe, nur in der US-Ausführung. Alles ist identisch, auch die ganzen Leistungsmerkmale. Deswegen machen wir hier nicht unbedingt nochmal alles im Einzelnen durch. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser großer platzierbare Hühnerstall. Dieser kommt von MacTrucker 921, Downloadgröße 8,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und natürlich ist diese zu finden im Baumenü unter Tiere und Hühner. Ist dieser Hühnerstall hier, ist eher eine Weide, bietet Platz für 500 Hühner, kostet 20.000 Euro zum Platzieren und die täglichen Kosten betragen 10 Euro. Hier haben wir, wie gesagt, den Kauftrigger. 500 Hühner passen da rein. Hier passen 25.000 Liter Futter rein, also gersteter Weizen. Und ja, das ist dieser Hühnerstall hier. Wir können sehen, hier gibt es solche Flecken da. Wenn man Hühner gekauft hat, dann kann man, wenn man da so möchte, kann man hier Bäume platzieren. Und die Hühner sollen da dann nicht durchgehen. Also ich könnte jetzt hier mal sagen, einen Baum nehmen. Und den kann ich jetzt in diesen Bereich rein platzieren. Wenn man da so will, dann hat man ein schönes dekoratives Element, was man da machen kann. Finde ich sehr schön und gut gedacht. Hat wirklich seinen
Reizier. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar ist dies das mittelmoderne Haus von GamerHZS FSH. Downloadgröße 14,87 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Ist dieses Haus hier. Kostenpunkt zum Platzieren 85.000 Euro. Unterhalt pro Tag 10 Euro. Und ja, die Räume in diesem Haus sind begehbar, also hier können wir reingehen. Dann haben wir hier im ersten Zimmer schon mal unseren sowohl Schlaf- wie auch den Umkleider-Trigger. Dann haben wir hier eine Lichtoption für den Raum. Dann haben wir hier unser Badezimmer, die Dusche. Auch hier gibt es die Lichtoption. Des Weiteren haben wir natürlich hier unseren ganzen Wohnbereich inklusive der Küche. Und hier haben wir dann auch noch die Waschküche, wo auch hier noch ein Lichttrigger ist. Und hier, ja, das ist einfach dieses ganz eigentlich sehr moderne, schöne und geräumige Bauernhaus. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Mod-Video und auch keine andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen auf irgendeine Art, dann werde doch Kanalmitglied, damit du auch deine Vorteile nutzen kannst. Natürlich möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Michel für das Sponsoring dieses Videos. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. In diesem Sinne würde ich sagen, freuen wir uns schon auf das Wochenende. Morgen ist Freitag. Wir sehen uns morgen wieder. Danke, tschüss und hasta luego.